Nächster Schritt wäre jetzt, ein Diagramm dafür zu machen. Und ein Diagramm in Calc zu machen, ist auch sehr einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und zwar funktioniert es wie folgt. Wir markieren unsere komplette Tabelle, und zwar inklusive Überschriften. Also hier ist es auch wichtig, sinnvolle Überschriften zu wählen. Also markieren alles, klicken jetzt einmal auf Einfügen, Diagramm. Und jetzt ist es wichtig, dass wir in dem folgenden Dialog das richtige Diagramm auswählen. Und zwar möchten wir hier ein XY-Diagramm haben. Das heißt, wir möchten gerne Werte auf der X-Achse einlesen. Das ist die linke Spalte, diese hier. Und möchten Werte auf der Y-Achse einlesen. Das sind diese hier. Deswegen ein XY-Diagramm. Hier gibt es verschiedene Styles, also Stile, wie man es machen kann. Nur Punkte, Punkte mit Linien oder nur Linien. Ich nehme mal die Punkte mit Linien. Da sieht man, glaube ich, gleich alles am besten, was man haben möchte. Und wir können auch sowas sagen wie, wie sollen die einzelnen Punkte verbunden werden. Das ist so ein bisschen wie das, was ihr auch in Mathe händisch macht, wenn ihr mal so eine Wertetabelle erstellt, Punkte in ein Diagramm einzeichnet und euch jetzt überlegt, wie soll ich die denn jetzt verbinden. Geraden sind üblicherweise nicht schön, schöner sind so Kurven. Und dann war es das tatsächlich erstmal schon. Wir klicken mal auf Weiter. Hier können wir eben jetzt sagen, welche Datenreihen er nehmen soll. Hier ist jetzt schon was drin, weil wir eben den Bereich markiert haben. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann müssten wir hier was manuell eintragen. Und was man hier einträgt, ist sehr speziell. Das muss man sich in einem separaten Video mal angucken, wie hier das Ganze syntaktisch funktioniert. Wir können ihm sogar sagen, dass er die erste Zeile als Beschriftung nehmen soll. Das heißt, wir haben das hier schon als Beschriftung, das ist schön. Und ja, gehen wir mal weiter. Was gibt es noch? Er sagt, er hat eine Datenreihe, also quasi ein Graphen. Das ist genau dieser hier. Das ist nämlich UA in Volt. Und wenn wir jetzt auf Fertigstellen klicken, gehen wir nochmal auf Weiter. Da können wir dem Ding noch einen Titel geben. Also Kennlinie, ich sag mal Kennlinie UA über UE. Untertitel können wir vergeben, lasse ich jetzt mal sein. Jetzt können wir ihm noch sagen, was an der X- und der Y-Achse stehen soll. In unserem Fall ist das Eingangsspannung in Volt. Ich mache es mal so. Y-Achse ist Ausgangsspannung in Volt. Ich kann ihm noch Gitter anzeigen. Also hier sieht man schon eine Vorschau, wie es aussieht. Gitter in X-Achse heißt, er macht hier senkrechte Hilfslinien. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Drücke auf Fertigstellen und habe meine Kennlinie. Das war es tatsächlich schon. Die ist jetzt ein bisschen groß. Wenn man sie einmal hier anfasst, dann kriegt die hier so grüne Punkte. Und wenn man die markiert, dann kann man das ganze Ding skalieren. Ich mache es mal was kleiner, dass es hier irgendwie schön hinpasst. Und wir haben unsere Kennlinie. Dass jetzt hier die Schrift insgesamt ein bisschen groß ist, naja, gut geschenkt. Das war es eigentlich schon. Viel mehr müssen wir hier gar nicht machen. Eine wunderschöne Kennlinie ist fertig. Das gleiche Spiel können wir jetzt machen, indem wir mal andere Variablen wählen. Wir können uns zum Beispiel mal angucken, was passiert denn, wenn ich nicht an UE drehe als Variable, sondern mal an R1. Also mache ich das. Brauche ich also eine Spalte, die heißt R1. Die wird angegeben in Kiloohm. Und auch jetzt bin ich wieder zu, ich bin nicht zu faul, das Sonderzeichen einzufügen. Ich mache es hier mit Sonderzeichen, Doppelklick, fertig. Und jetzt sage ich mal, ich möchte mit R1 vielleicht im Bereich von, sagen wir mal, ja, wir können ja mal tatsächlich bei 0 anfangen. Jetzt möchte ich vielleicht in 5 Kiloohm Schritten hochlaufen, markiere, ziehe runter, bin dann irgendwann bei 50. Sagt, damit bin ich zufrieden. Möchte UA ausrechnen. Mach den hier noch tief. So. Und brauche wieder eine Formel. Das heißt, was möchte ich machen? Ich möchte sagen, ich nehme die Eingangsspannung, die will ich jetzt aber fixiert haben, nämlich 10 Volt. Dabei möchte ich wieder die fünfte Zeile fixieren, das heißt ein Dollarzeichen davor. Und ich möchte nicht nur die 10 Volt, sondern ich möchte sagen mal R2. Das ist der hier, Dollarzeichen davor. Soll sich ja nicht verändern. Geteilt durch, sondern jetzt stünde hier R1, das ist meine Variable. Also nehme ich den Eintrag, nicht fixiert.
plus wieder $6. Und bin fertig. Das Ganze ziehe ich wieder nach unten, kriege irgendwelche Werte raus, mache es wieder schön, setze alles mittig und baue mir ein Diagramm. Gleiches Vorgehen wie eben, deswegen kommentiere ich das jetzt mal nicht großartig. Hier kriegen wir gleich ein Problem, das müssen wir manuell einfügen, weil hier jetzt ein Sonderzeichen einfügen geht gar nicht. Und ich sag mal, fertigstellen, Gitter noch und fertigstellen. Das war's. Ein Diagramm für R1. Jo. Jetzt noch der letzte Schritt, hier eben die Kilo-Ohm einfügen. Das können wir ehrlich gesagt nur mit Tricks machen. Dazu müssen wir uns einmal das Ding hier in den Zwischenspeicher kopieren. Dann hier unten reingehen und sagen, einfügen. Das ist ein bisschen doof gemacht. Also ich kann nicht hier unten in dieses Element hier reinklicken und jetzt irgendwie Sonderzeichen einfügen. Das geht nicht so einfach. Also es geht schon so über Sonderzeichen. Aber da finde ich den anderen Workaround schneller. Ja, und habe mein Diagramm. Jetzt kann man sich noch fragen, ist das plausibel? Schauen wir mal. Wenn ich R1 auf 0 setze, dann ist der Widerstand auf 0. Das heißt, dieser Punkt hier liegt komplett auf 10 Volt. Also kommt 10 Volt raus. Ja, ist sinnvoll. Ist R1 so groß wie R2 und R2 ist 40, dann stelle ich fest, es kommt die Hälfte der Spannung raus, nämlich 5 Volt. Auch plausibel. Hat also geklappt. Und das ganze Spiel können wir jetzt noch mit R2 machen. Und dazu baue ich mir jetzt mal eine Wertetabelle in Zeilen, nicht in Spalten. Gehe also hin und sage, okay, ich lasse R2 laufen. Was war das? Das war Quatsch. So, R2 in Kilo-Ohm. Wieder mit Sonderzeichen. Ausgangsspannung will ich mir angucken. Und sage jetzt einfach mal, ich möchte, was weiß ich, 0 und 5er Schritten laufen. Und das Ganze kann ich jetzt zeilenbasiert genauso machen. 0, 5 und ziehe jetzt nach rechts. Und auch dann baut er mir automatisch, netterweise, ja, eben eine Zahlenfolge. Ne? 0, 5 und dann geht er in 5er Schritten eben weiter. Das funktioniert genauso, wenn ich nach rechts ziehe also jetzt quasi in den Spalten weiterlaufe, genauso wie wenn ich runter in den Zeilen weiterlaufe. Nächste Zeile brauchen wir jetzt wieder eine Formel. Das heißt, wir nehmen gleich Eingangsspannung mal R2. R2 soll er sich von hier oben holen, geteilt durch R1 soll er sich von hier holen, plus R2. Das ist wieder B40 in dem Fall. So. Und ja. Macht das Sinn? Ja, tut es, denn wenn ich R2 auf 0 setze, dann ist hier ein Kurzschluss. Wenn hier also ein Kurzschluss ist, dann liegt dieser Punkt hier quasi unten auf Masse mit. Also wenn das jetzt Masse wäre, dann liegt er hier auf diesem Knoten hier. Und damit haben wir keine Ausgangsspannung. Das ist sinnvoll. Und genau das gleiche, was eben passiert ist mit den Zeilen, nämlich wenn ich runtergezogen habe, dass dann irgendwie komische Zellen mitgesprungen sind, die nicht mitspringen sollten, passiert das hier. Hier passieren auch seltsame Dinge. Das liegt auch wieder daran, dass die entsprechenden diesmal Spalten nicht fixiert sind. Und was passiert hier, wenn ich jetzt von dieser Formel hier in die nächste Formel wechsle, das sieht man hier oben, dann, also ich gehe quasi ein nach rechts, dann macht er aus der B-Spalte die C-Spalte und aus der D-Spalte die E-Spalte und aus der B-Spalte die C-Spalte.
Das heißt, hier laufen jetzt Spalten durch. Das soll gar nicht passieren. Ne? Hier ist C, dann D, dann E, dann F und so weiter. Eben wollten wir Zeilen fixieren, jetzt wollen wir Spalten fixieren. Funktioniert genauso, nur dass wir jetzt eben das Dollarzeichen vor die entsprechende Spalte setzen. Das heißt, hier ein Dollarzeichen vor heißt, fixiere bitte B. Das ist richtig. Hier ein Dollarzeichen vor heißt, fixiere bitte D und lauf nicht durch. B40 und B40 sind wieder die hier, die sollen durchlaufen und von daher funktioniert es jetzt. Also nehmen, rüberziehen, fertig. Und jetzt können wir uns genauso hier für ein Diagramm bauen, indem wir auch wieder alles markieren. Oder auch hier machen wir es vielleicht der Reihe nach. Erstmal wieder Umrandung drum, mittig setzen, dann haben wir es wieder halbwegs schön. Das Ganze markieren, einfügen, Diagramm. Und wir nehmen wieder das XY-Diagramm. Das Ganze nehmen wir als wieder so einen Punkt mit Strichen oder Punkt mit Linien. Und merken, dass er jetzt schon hier was sehr Komisches macht. Eben hat er was direkt Sinnvolles gemacht. Das sieht nicht so aus wie das, was wir wollen. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja das Problem. Das ist hier. Standardmäßig geht er davon aus, dass die Datenreihen in Spalten vorliegen. Also dass wir wie oben so eine Spaltentabelle haben. Haben wir aber nicht. Wir haben jetzt eine zeilenförmige Tabelle. Das heißt, wir müssen sagen, die Datenreihen liegen in Zeilen vor. Und wenn er das einmal weiß, dann macht er auch schon direkt das, was er soll. Weiter im Text. Wir haben eine Datenreihe, das ist jetzt UA, das ist auch richtig, wie gehabt. Weiter, Titel, was weiß ich, Ausgangsspannung über R2. X-Achse ist jetzt R2, wieder mit dem gleichen Problem. Ich kann jetzt nicht hier Kiloohm hinschreiben, leider. K geht noch, mehr nicht. Ich mache wieder X-Achsengitter, Y-Achsengitter. Sag fertigstellen, klick hier doppelt rein. Mach es jetzt mal mit Einfügen Sonderzeichen, füge die Einheit dazu und habe ein Diagramm. Ja, jetzt haben wir eigentlich alle Varianten von Kennlinien, die man mit so einem Spannungsteil eigentlich machen kann. Wir haben einmal den über R2, Ausgangsspannung über R1 und UA über UE. Ja, vielleicht zu guter Letzt noch ein paar ästhetische Feinheiten. Wir haben hier wieder die Nachkommastellen. Eine andere Möglichkeit, die ganzen Nachkommastellen loszuwerden, ist markieren und hier sagen, als Dezimalzahl formatieren. Dann nimmt er automatisch zwei Nachkommastellen. Das reicht meistens aus. Das können wir hier auch mal machen. Und dann sieht es netter aus. Ansonsten war es das eigentlich, was man so mit so einem Spannungsteil jetzt erstmal anstellen kann. Ich denke, damit kann man schon relativ viel anfangen. Wir wissen jetzt, wie wir grundsätzlich Formeln erstellen. Wir wissen, wie wir Formeln kopieren in andere Zellen. Wir haben gesehen, dass hier Zeilennummerierungen automatisch angepasst werden. Das heißt, eine Zeile weiter unten, dann werden auch automatisch alle Zeilenzahlen inkrementiert. Es sei denn, ich fixiere die Zeilenzahl mit einem Dollarzeichen. Das gleiche kann ich auch mit den Spalten entsprechend machen. Und wir haben gesehen, dass wir automatisch Diagramme erstellen können. Vielleicht noch zu guter Letzt, was macht die ganze Sache jetzt so toll? Die ganze Sache ist super, weil ich kann jetzt jederzeit irgendwas anpassen. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, ich nehme mal 8 Volt und sehe sofort, es passen sich direkt alle Diagramme an. Ich nehme mal 12, dann sieht man hier unten passiert was. Oder ich kann Widerstandswerte anpassen. Wenn ich jetzt 20 nehme, merkt man, hier passiert was. Hier, das habe ich noch nicht als Dezimalzahl definiert, also mache ich das mal. Und so kann ich jetzt hier so ein bisschen rumspielen und mir einfach mal angucken, was für Auswirkungen so gewisse Änderungen haben. Das ist quasi jetzt ein Simulationsprogramm Lite, was wir mal eben geschrieben haben. Kann eigentlich schon relativ viel dafür, dass der Aufwand echt übersichtlich ist.